Gucken Sie sich doch bitte mal an, was heute in der Grundschule als Rohmaterial angeliefert wird. Ein Drittel der Eltern hat den Kampf mit den Kleinen schon in Runde 2 aufgegeben. Wenn die Kinder zum ersten Mal Nein sagen können, sagen die Eltern, okay, dann ist der Fall für mich erledigt. Das zweite Drittel ist alleinverziehend. Mein Kind musste schon mit einem Elternteil groß werden. Mehr war dem emotional nicht zuzumuten. Da surft eine ganze Generation auf dem Schuldkomplex ihrer Erzeuger durch die Welt. Ausgebildet in Egoismus und Beziehungsunfähigkeit. Der Rest sind dann die Doppelverdiener. Die schuften rund um die Uhr. Viele, weil sie es müssen, weil die Löhne so niedrig sind. Andere, um sich selbst zu verwirklichen. Denn die Erziehung eines eigenen Kindes ist ja keine adäquate Aufgabe für einen akademisch gebildeten Menschen. Man will ja nicht am Pampers-Horizont zerschellen. Und ich hoffe, die Herren, die da klatschen, fühlen sich mit angesprochen. Oder können mir die Eier-Außenträger im Saal mal zeigen? Ja, haben Sie auch was Neues für zu Hause, ne? Ja. Können Sie mir mal zeigen, wo geschrieben steht, dass Kindererziehung Frauensache ist? Wo steht das? Das finden Sie nicht mehr in der Bibel und da finden Sie für jede Scheiße eine Begründung. Kindererziehung ist nicht Frauensache, Kindererziehung ist Menschensache. Wie sehr diese Gesellschaft Kinder im Grunde verachtet, erkennen Sie doch daran, wie wir die Menschen behandeln, die mit kleinen Kindern arbeiten. Sagen Sie doch mal als Mann auf einer Party, dass Sie Kindergärtner sind. Halten Sie mal einen Abend lang die mitleidigen Blicke aus. Als Vermögensberater sind Sie ein gefragter Gesprächspartner. Vermögensberater, da müssen Sie gut und fit sein. Vermögen muss beraten werden. Das meiste Vermögen ist genauso bescheuert wie seine Besitzer. Da lassen Sie nun die Besten dran. Mit Kindern spielen, das kann ja jeder. Das ist in Skandinavien ein akademischer Beruf, Kindergärtner. In Frankreich auch. Im ganzen Ostblock waren die Kindergärtnerinnen immer akademisch ausgebildet. In Japan haben die Kindergärtnerinnen dasselbe Ansehen wie Professoren an der Universität. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Wer kümmert sich bei uns um die Kleinsten der Kleinen? Das ukrainische Fachpersonal für 3 € die Stunde. Oder wo kriegen Sie die günstigsten Tagesmütter heute her? Es muss sich ja lohnen, ne? Die Eltern schuften ja rund um die Uhr, um sich selbst zu verwirklichen. Ja, ja, erzählen Sie das doch Ihrem Friseur. Vielleicht wollen Sie sich ja wirklich selbst verwirklichen. Aber da können Sie doch das ganze Geld, was Sie dann da verdienen, für die fachmännische Betreuung Ihrer Kinder ausgeben, oder? Das wäre Selbstverwirklichung. Und Sie können eine Fachkraft bezahlen, die sich um Ihre Kinder kümmert. Aber da höre ich ja schon, wie die Leute sagen, ja, dann lohnt sich das ja nicht, arbeiten zu gehen, wenn ich das ganze Geld für das ausgeben muss, was ich sonst zu Hause mache. Da kann ich auch zu Hause bleiben. Ja, genau. Seien Sie wenigstens ehrlich, egal ob als Mann oder Frau, seien Sie ehrlich. Entweder Sie wollen sich selbst verwirklichen, dann können Sie die Kohle auch abdrücken, oder Sie wollen nur Kohle machen. Und es ist Ihnen scheißegal, wer Ihre Kinder betreut, solange es billig genug ist. Die Eltern schuften rund um die Uhr, um das große Haus bezahlen zu können, die Riesenwohnung, damit jedes Kind ein eigenes Kinderzimmer hat, damit es bloß nicht teilen lernen muss, so wie wir früher. War das nicht furchtbar? Können Sie sich erinnern? Ich musste immer die Hälfte meiner Schwester abgeben. Spitzensteuersatz im Kinderzimmer, furchtbar. Sie wollen noch Hauptschullehrer in Großstädten haben, dann müssen Sie Schmerzensgeld zahlen. Wann waren Sie denn zuletzt im Brennpunkt in der Hauptschule? Da kommen Sie morgens rein, heißt das, geh zu Hause, du alte Scheiße. Ja, und das sind die Kinder, die noch sehr gut Deutsch können. Ja, ist ja lustig, ne? Ist ja nur ein Halbtagsjob. Wer stellt sich denn freiwillig jeden Tag stundenlang vor 36 Kindern, mit denen ihre eigenen Eltern nichts zu tun haben wollen? Das Geld muss in die Schule, meine Damen und Herren. Wenn diese Gesellschaft überhaupt noch eine Zukunft haben soll, müssen alle Ressourcen, die wir jetzt noch auftreiben können, in die nächste Generation gepumpt werden.